Meine Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des Bach-Archivs ganz herzlich begrüßen zu unseren heutigen beiden Vorträgen zur Einführung, zur Einstimmung des Monatskonzerts im Januar Bach 300. Mein Name ist Markus Zepf, ich bin seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsabteilung und seit 2 Jahren Kurator der Handschriftensammlung. Und in der Eigenschaft habe ich mir gedacht, wäre es auch mal schön, im Rahmen dieser Reihe einen Einblick in die Bach-Rezeption der letzten 200 Jahre, 300 Jahre zu geben, teilweise auch anhand der Bestände, die wir hier im Haus haben. Seit Philipp Spitta vor etwa 150 Jahren den ersten Band seiner monumentalen Bach-Biografie veröffentlicht hat, erhielt die wissenschaftliche Beschäftigung mit Leben und Werk Johann Sebastian Bachs neuen Auftrieb und ein neues Fundament. Akribisch hatte sich Spitta mit den erhaltenen Archivalien und Kompositionen Bachs beschäftigt und ein noch immer faszinierendes Bild des Komponisten und seiner Werke gezeichnet. Noch immer nötigt uns heute sein Wissen, seine Akribie hohen Respekt ab, vor allem auch die Art, wie er dieses vielfältige Material domptiert und dargestellt hat. Da er zudem einige Quellen im Volltext abdruckt, erfreute sich sein Opus Magnum wachsender Beliebtheit und erlebte zahlreiche Neuauflagen. Bis weit ins 20. Jahrhundert galt der Spitta als das Maß in der Bachforschung. Und wir können auch behaupten, ohne Spitta hätte es Albert Schweitzers Bachbuch in der deutschen Version von 1908 in der Form nicht gegeben. Obwohl Spitta und Albert Schweitzer weit verbreitet waren und sowohl aus dem Bach-Institut in Göttingen als auch unserem Haus viele, wenn nicht sehr viele Aufsätze und Monographien und einschlägige Vorträge hervorgegangen sind, hält sich hartnäckig ein Narrativ zu Leben und Werk Johann Sebastian Bachs und dies sehr hartnäckig. Sie konnten es auch bei der Eröffnung der Mendelssohn-Tage hören, dass nämlich Johann Sebastian Bach nach seinem Tod am 28. Juli 1750 so gründlich vergessen war, dass ihn auch in Leipzig überhaupt niemand gekannt hat. Es gab keine Werke, es gab keine Biografie, nichts. Erst der junge Felix Mendelssohn Bartholdy hat mit der Wiederaufführung der Matthäus-Passion Bach überhaupt bekannt gemacht. Nun fallen solche Narrative nicht vom Himmel, beziehungsweise kommen nicht von ungefähr. Heutzutage fallen sie bestenfalls aus einigen Medien oder schlecht recherchierten Wikipedia-Artikeln. Aber manchmal ist es ja doch so, dass auch an solchen offensichtlich nicht ganz korrekten Aussagen ein Körnchen Wahrheit steckt. Gilt es auch für den vergessenen Bach? Wie vergessen war Johann Sebastian Bach, nachdem man ihn am 31. Juli 1750 hier in Leipzig zu Grabe getragen hat? Das soll der Ausgangspunkt meiner kleinen Spurensuche in den nächsten Minuten sein, zu der ich Sie einladen möchte. Wenn Sie einen Blick auf die Bach-Dokumente werfen, Sie sehen links die beiden Bände von Spitas Biografie, dann kommt Albert Schweitzer, dann die Biografie von Christoph Wolff und dann sehen Sie die Bach-Dokumente. Und wenn wir uns den ersten Band anschauen, das sind die Eigendokumente von Johann Sebastian Bach, die er mit von Hand geschrieben hat. In dem schönen roten Band 2 haben Sie die zeitgenössischen Dokumente, 1685 bis 1750, endet mit der Erbteilung. Dann kommt der dritte Band zum Nachleben, 1750 bis 1800. Dann kommt nochmal ein Band mit Nachträgen und Register und der rote Band hier, das sind ausgewählte Dokumente, die die Kollegen Peter Wollny, Karin Lehmann, Andreas Glöckner und Anselm Hartinger 2008 herausgegeben haben mit ausgewählten Dokumenten zum Nachwirken 1800 bis 1850. Und angesichts des Volumens von Band 3 im Verhältnis zu Band 2 beschleicht mich so leise der Verdacht, vielleicht war Bach doch nicht ganz vergessen. Was also hat es damit auf sich? Ich möchte meine kurze Betrachtung anhand der Bach-Dokumente durchführen und wie gesagt den Beständen, die wir auch hier im Haus haben. Wenn wir die Bach-Dokumente Band 3 anschauen, dann haben wir 2 große thematische Blöcke, Leben, Werk. Wenig überraschend bei einem Komponisten. Bachs Lebenslauf weist bekanntlich gewisse Lücken auf. Hans-Joachim Schulze sprach in den 70ern von den unvermeidlichen Lücken, die posthum durch mehr oder weniger plausible Anekdoten versucht wurden zu schließen.
Auf der anderen Seite steht Bach als der Komponist vor allem anspruchsvoller Tastenmusik, der für seine harmonischen und kontrapunktischen Finessen bekannt, bewundert, vielleicht auch gefürchtet war. In diesem Spannungsbogen zwei Dokumente, gewissermaßen zur Einstimmung. Im Mai 1732 dankte Luise Adelgunde Kulmus ihrem späteren Gatten Johann Christoph Gottsched für die Übersendung Bachscher Partiten und klagte ihm, dass diese ebenso schwer, als sie schön sind. Wenn ich sie 10-mal gespielt habe, scheine ich mir immer noch eine Anfängerin darin. Ein anderes Dokument, 40 Jahre später, ein Theologe Johann Friedrich Köhler, der ab 1775 Theologie in Leipzig studierte und sich mit der Thomasschule beschäftigt hat. Zum Organisten Bach schreibt er in seinem Manuskript: Als einer seine bewundernswürdige Fertigkeit auf der Orgel mit vielen Lobsprüchen erhob, sagte er ganz gelassen: Das ist eben nichts Bewundernswürdiges. Man darf nur die rechten Tasten zu rechter Zeit treffen, so spielt das Instrument selbst. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Zuverlässige Daten aus Bachs Biografie sind mehr oder weniger rar. Die wichtigsten, wenn auch nicht in allen Details zuverlässigsten Quellen, aus denen wir bis heute maßgeblich schöpfen, sind einmal der knappe Personeneintrag im 1732 gedruckten musikalischen Lexikon von Johann Gottfried Walther, einem Vetter zweiten Grades von Bach. Danach folgt 1754 der Nekrolog, verfasst von Bachs zweitem Sohn Karl Philipp Emanuel und dem ehemaligen Schüler Johann Friedrich Agricola. Agricola stammte aus Dobitschen bei Altenburg, war während seines Studiums in Leipzig 1738 bis etwa 41 Schüler von Bach und anschließend wie der zweite Bachsohn in der Berliner Kapelle unter König Friedrich als Musiker beschäftigt. Außerdem kennen wir noch inzwischen einige Briefe, die Karl Philipp Emanuel Bach, der sowas wie der Archivar der Familie war, an den Göttinger Musiker und Gelehrten Johann Nikolaus Forkel schrieb, der sich brennend für Johann Sebastian interessierte. Die gedruckten Quellen finden wir im 18. und frühen 19. Jahrhundert immer wieder, mehr oder weniger ausführlich zitiert. Johann Friedrich Köhler zum Beispiel übernimmt große Teile aus dem Nekrolog für seine biografischen Aufzeichnungen zu Johann Sebastian Bach, aber auch Charles Burney griff in London auf diesen gedruckten Nekrolog zurück. Dass wir Teile daraus auch in Ernst Ludwig Gerbers 1790 veröffentlichtem Tonkünstlerlexikon finden, überrascht nicht. Denn er konnte auf Walthers Nachlass zurückgreifen, den er erworben hatte, und auch Walthers Handexemplar des Lexikons mit nicht veröffentlichten Einträgen für seinen Beitrag Bach nutzen. Außerdem überliefert er singuläre Hinweise zum Unterricht Bachs, den der 1746 geborene Ernst Ludwig Gerber aber nicht aus eigenem Erleben schildern kann. Er greift vielmehr auf Berichte seines Vaters Heinrich Nikolaus zurück, der 1724 bis etwa 27 als Schüler Bachs hier in Leipzig war. Unter Bachs Aufsicht hat Heinrich Nikolaus Gerber sorgfältige Abschriften verschiedener Werke angefertigt, darunter auch der englischen Suiten, von denen 4 Abschriften erhalten sind. Es war für das Bach-Archiv ein sehr großes Glück, dass Sir Ralph Cohn, der vor 8 Jahren verstorben ist, dem Bach-Archiv 2010 2 dieser Suiten-Abschriften geschenkt hat. Noch größeres Glück war, dass er über seine Töchter nun sein Versprechen eingelöst hat, die anderen beiden Suiten uns auch zukommen zu lassen. Das Bach-Archiv hat sie jüngst erworben. Sie sind letzte Woche hier eingetroffen und werden kommende Woche der Öffentlichkeit vorgestellt. Hier können Sie schon eine von den beiden sehen. Suite 5, das ist die 6. englische Suite, BWV 811, die wir nun mit den beiden anderen hier wieder zusammenführen konnten. Johann Friedrich Agricola verdanken wir außerdem auch wichtige Hinweise zu Bachs Vorstellungen von Orgelbau und Orgelspiel. Der Berliner Verleger Friedrich Wilhelm Birnstiel hatte ihn 1767 etwa beauftragt, ein ihm zum Druck eingereichtes Manuskript des Erfurter Predigerorganisten Jakob Adlung zu prüfen. Betitelt war es Musica Mechanica Organoedi und war 1726 in Adlungs Studienzeit bei Johann Nikolaus Bach, einem anderen Vetter, in Jena entstanden, zeitlebens ergänzt und korrigiert, aber nie veröffentlicht worden. Seine Witwe übergab das Manuskript mit 3 anderen Manuskripten dem Mühlhäuser Marienkantor Johann Lorenz Albrecht, der 1768, wie Sie links sehen, bei Birnstiel in Berlin gedruckt hat.
Birnstiel hatte Agricola, wie gesagt, mit Gutachten beauftragt und Agricola hat an einigen Punkten sehr dezent, aber doch sehr deutlich Anmerkungen dazugefügt, die immer mit zwei Sternchen gekennzeichnet sind. Und da berichtet er aus wahrscheinlich seiner Erfahrung mit Bach. Durch ihn erfahren wir von Bachs Begeisterung für die Zungenstimmen in der großen Katharinenorgel in Hamburg. Und wir erfahren nur durch ihn über die Orgel von Johann Scheibe in der Leipziger Johanniskirche, dass diese Orgel nach der strengsten Untersuchung, die vielleicht jemals über eine Orgel ergangen ist, von dem Herrn Kapellmeister Johann Sebastian Bach und Herrn Zacharias Hildebrand für untadelhaft erkannt worden. Die einschlägigen Akten im Stadtarchiv sind seit über 100 Jahren verschollen und wir haben hier einen wichtigen, beinahe singulären Hinweis auf diese Probe, wenngleich wir auch hier gerne mehr wüssten, warum diese strenge Prüfung überhaupt stattfinden musste. Also warum er betont, dass es eine strenge Prüfung war. Außerdem verdanken wir ihm einen wichtigen Hinweis zu Bachs Begegnung mit den frühen Hammerflügeln Gottfried Silbermanns um 1730 muss das stattgefunden haben. Und Sie sehen hier den Ausschnitt, dass Herr Bach das Instrument bespielt hat, den Klang desselben gerühmet, ja bewundert, aber getadelt, dass er in der Höhe zu schwach lautete und gar schwer zu spielen sei. Das meint nicht, dass die Traktur schwergängig war, sondern dass es ähnlich wie beim Klavichord einer besonderen Fähigkeit bedurfte, um im Diskant entsprechend kräftig zu spielen. Herr Silbermann, der gar keine Tadel an seiner Ausarbeitung leiten konnte, hat es höchst übel aufgenommen. Er zürnete deswegen lange mit dem Herrn Bach. Auch dies eine singuläre Überlieferung, kleines Mosaiksteinchen in den Nekrolog, sodass sich auch hier langsam beginnt, das Bild etwas zu schärfen. So aufschlussreich solche Hinweise für die moderne Bachforschung sind, steht allerdings zu bezweifeln, dass sie die Leser im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts maßgeblich interessierten, denn Bach war schon zwei Jahrzehnte tot. Die Mehrheit der Leser fand vermutlich mehr Gefallen an Musikeranekdoten. Heute interessiert uns der historische Kern dieser Anekdoten und vielleicht auch ihr Urheber mehr als die berichtete Geschichte, die meist pointiert und knapp eine Begebenheit schildert. Es gehört nun mal zum Wesen dieser literarischen Miniaturform, dass sie nicht historisch verbürgt sein muss. Sie zeigt Charakterschwächen auf, teilt Geheimnisse oder gar Privat-Intimes mit und findet häufig in einer komischen Zuspitzung ihre Pointe. Neben der gebotenen Kürze ist für die Anekdote nur wichtig, ob ihre Schilderung möglich, treffend und charakteristisch ist, nicht ob sie historisch wahr ist. Bei den in den Dokumentenbänden versammelten Anekdoten fällt auf, dass sie nahezu ausschließlich die persönliche Seite Bachs berühren, sich wenig mit seinem Werk beschäftigen, sondern ihn versuchen, vom großen Nimbus, vom großen Granitsockel vor der Thomaskirche, der damals noch nicht aufgestellt war, runterzuholen, ihn als Menschen zu zeigen. Es sind wahrscheinlich genau die Lücken, die wir in den biografischen Dokumenten, vor allem dem Lebenslauf, haben, wo er mehr oder weniger als eine große, abstrakte Person erscheint, aber nicht als nahbarer Mensch. Bis heute werden wir bei Führungen im Museum oder auch im Bachfest gefragt, wie denn Bach wohl als Mensch gewesen war. War er wirklich aufbrausend, wie es eine der posthumen Geschichten wissen will, wenn er eine Perücke vom Kopf zieht bei einer Probe, die nicht funktioniert und ins Ensemble schleudert? War er umgänglich? War er seiner Familie, seinen Kindern zugewandt oder von den vielen kleinen Kindern eher genervt, zog sich in seine Schreibstube zurück und komponierte? Wie war es in der Kantorenwohnung am Thomaskirchhof, die nach Aussage seines Sohnes einem Taubenschlage glich, weil sich Musiker und Reisende die Klinke in die Hand geben, um den berühmten Kapellmeister zu besuchen? All diese Dinge wissen wir nicht und deshalb sind manchmal diese Musikeranekdoten ganz hilfreich, wenn wir einen kleinen Spalt die Türe öffnen können und sehen können, was vorgefallen sein mag. Christian Friedrich Daniel Schubert, der jahrelang von seinem Fürsten auf dem Hohen Asberg bei Stuttgart inhaftiert war, überliefert 1775 eine Anekdote von Johann Christian Bach, der beim Tod seines Vaters 15 Jahre alt war und in Schwetzingen bei Mannheim berichtet haben soll, dass er einst mal am Klavier, also am Klavichord saß, bloß mechanisch spielte und in der Sextquart aufhörte. Mein Vater lag im Bett und ich glaubte, er schlief, aber er fuhr vom Bett auf, gab mir eine Ohrfeige und resolvierte die Sextquart.
Eine ähnliche Anekdote gibt es auch von einem Essen, wo er beim Fürsten geladen ist und dann während der Improvisation zu Tisch gerufen wird, zwischen den Gängen aufsteht, die Kadenz vollendet mit den Worten, jetzt ist mir wohler. Also auch hier gibt es verschiedene Variationen, wo man dann müßig fragt, wo ist Henne, wo ist das Ei? Wie schon erwähnt, hat sich auch Johann Nikolaus Forkel in Göttingen mit der Person Johann Sebastian Bachs und ihrem Werk beschäftigt, Manuskripte bei den Bachsöhnen gesucht, vor allem auch Auskünfte, die er vor allem von Karl Philipp Emanuel hielt. Und die meisten Dokumente, die Karl Philipp Emanuel an Forkel geschrieben hat, sind inzwischen durch den amerikanischen Mäzen Elias Koulokoundis auch im Bestand des Bacharchivs in seiner Dauerleihgabe. Forkels Forschungen mündeten 1802 in seine Publikation über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, mit dem der Verlag Hofmeister und Kühmel hier in Leipzig eine Bach-Gesamtausgabe einleiten wollte. Aus verschiedenen Gründen kam dieses ambitionierte Projekt dann doch recht schnell zum Ende und geblieben ist die Biografie, die bis zu Spitas großem Werk eine der maßgeblichen, die früheste Bach-Biografie geblieben ist. Solchermaßen beflügelt beschäftigten sich Musiker und Musikforscher der folgenden Generation immer mehr mit der Biografie dieses großen Mannes und suchten ihm gerade hier in Leipzig möglichst nahe zu kommen. Allerdings konnte keine der nachfolgenden Generationen eine bis heute zum Teil äußerst emotional geführte Diskussion um eine Frage lösen: Wo ist Bach eigentlich beerdigt? Johannisfriedhof, schon mal nicht verkehrt, aber wo? Wir wissen, dass sein Leichnam mit der Kutsche in einem Eichensarg auf den Friedhof gefahren wurde, dort beigesetzt wurde. 1759 starb seine Witwe Anna Magdalena, aber soweit ich in den Ratsleichenbüchern sehen konnte, wurde sie nicht im selben Grab beigesetzt, sondern in einem separaten Grab, ebenso auch am 14. Dezember 1809 die jüngste Tochter Regina Susanna. Auch sie wurde auf dem Johannisfriedhof an heute unbekannter Stelle beigesetzt. Mit anderen Worten, standen bis 1809, bis ins erste Dezennium des 19. Jahrhunderts Familienmitglieder hier in Leipzig für die Frage zur Verfügung, wo befand sich Bachs Grab. Im März 1800 schreibt der ehemalige Thomaner Friedrich Rochlitz in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, die er redigierte: So ist es zum Beispiel umsonst, selbst des mit Recht tief verehrten, ja schon bei seinen Lebzeiten tief verehrten Sebastian Bachs Ruhestätte oder irgendetwas, das sein Andenken erhalten sollte, in Leipzig ausforschen zu wollen. 10 Jahre später lesen wir von Friedrich August Röber: Kein Denkmal, kein Leichenstein, keine freundliche Erinnerung verkündet jetzt dem forschenden Wanderer die Ruhestätte des Mannes, der einst eine Zierde Leipzigs war. Völlig unbekannt ist sein Grab. 1836 macht sich auch Robert Schumann auf die Suche nach Johann Sebastian Bachs Grab und fragt den Totengräber. Und als ich den Totengräber darum fragte, schüttelte er ob der Obskurität des Mannes den Kopf und meinte, Bach gäb's viele. Welchen Wert messen wir also Rochlitzens Aussage zu, dass bereits im Sommer, Frühjahr 1800 Bachs Grab unbekannt war? Schließlich lebte ja Regina Susanna Bach noch. Und im Sommer 1800 hat er in der AMZ, also der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, eine Anzeige geschalten und zu ihrer Unterstützung aufgerufen. Und es kamen Spenden aus dem ganzen deutschsprachigen Raum ein. Im Dezember 1800 veröffentlichte Regina Susanna Bach, hier zitiert nach den Bach-Dokumenten, ihren sehr bewegten Dank für die 96 Taler, die an Spenden ihr zugute gekommen waren. Sie sehen, Rochlitz muss Regina Susanna Bach persönlich gekannt haben. Und dennoch schreibt er, dass keine Spur von dem Grab vorhanden ist. Erst 1840 setzte sich Felix Mendelssohn Bartholdy und seine Initiative durch, Johann Sebastian Bach in Leipzig ein Denkmal zu widmen. 30 Jahre zuvor waren verschiedene Initiativen daran gescheitert, dass die Initiatoren sagten, ja, wir wissen ja nicht, wo er begraben ist. Mendelssohn Bartholdy hat 1840 in der Thomaskirche ein Orgelkonzert mit eigener Improvisation und Bachschen Orgelwerken gegeben. Den Erlös spendete er für den Gedenkstein, für den alten Prachtkerl, der hier
in der Grünanlage steht und den ich vor 2 Jahren in der Abendsonne fotografieren konnte. Es führt mich nun zum zweiten Block, den Werken, um kurz bei Felix Mendelssohn Bartholdy zu verweilen. Der hatte in Berlin Orgelunterricht bei August Wilhelm Bach, der nicht von Johann Sebastian Bach abstammt, erhalten und Unterricht in Komposition und Harmonielehre gemeinsam mit seiner 4 Jahre älteren Schwester Fanny bei Karl Friedrich Zelter, dem Leiter der Singakademie zu Berlin. Auch seine Mutter Lea muss eine ausgezeichnete Pianistin und Cembalistin gewesen sein, wie überhaupt in der Familie seiner Mutter Levi, Itzig, Salomon die Werke Bachs und seiner Söhne in hohem Kurs standen. Für Breitkopf und Härtel gab Mendelssohn Bartholdy 1845 Orgelwerke heraus. Für die englische Ausgabe erschien auf dem Titelblatt sein Name. Auf der deutschen Ausgabe hat er darum gebeten, dass der Name nicht erscheint. Und wir haben mit ihm einen wichtigen Protagonisten in der Bach-Rezeption der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und auf seine schon angesprochene Aufführung der Matthäus-Passion 1829 werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Ich möchte mit meinem Rundblick aber wieder im Sterbejahr Bachs 1850 beginnen. Nach der Erbteilung waren hier in Leipzig die musikalischen Werke auf die Kinder und die Witwe verteilt worden. 1754 veröffentlichte Karl Philipp Emanuel eine erste Übersicht des kompositorischen Nachlasses und ich habe Ihnen hier nur die uns interessierenden Handschriften mal aus den Bach-Dokumenten mitgebracht. Die gedruckten Werke waren gedruckt verbreitet, aber uns interessieren zunächst die Handschriften, weil die zum Teil auch nur in bestimmten Zirkeln kursierten. Die eingangs schon zitierte Briefpassage von Luise Adelgunde Gottsched und die in Teilen despektierliche Kritik des jungen Johann Adolf Scheibe im kritischen Musikus 1737 an Bachs Kompositionsweise, die er als schwülzig und verworren beschrieb, setzten schon frühzeitig eine Beschäftigung mit dem Werk des Thomas Cantors in Gang. In der Form hier sehen Sie verschiedene Werke, sehr summarisch wie gesagt. Und wir haben einige Fragen noch immer ungeklärt, zum Beispiel zur Anzahl der genannten Kantatenjahrgänge unter Nummer 1 oder die Anzahl der Passionen unter Nummer 3. Aber die Fragen interessieren uns heute nicht. Wir gehen vielmehr zunächst auf den Bereich der Tastenmusik. Es ist in der Überlieferung im 19. Jahrhundert ein Primat bei der Tastenmusik zu erkennen, egal ob jetzt für Orgel oder für besaitete Tasteninstrumente. Was wahrscheinlich mit der Nicht-Textgebundenheit zusammenhängt, komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Aber schon kurz nach seinem Tod finden wir verschiedene Aufsätze, verschiedene Lehrschriften vor allem, die auch aus den Vokalwerken zitieren, namentlich den 4-stimmigen Chorälen, Chorfugen aus Kantaten, der Matthäus-Passion und dem Weihnachtsoratorium und dem wohltemperierten Klavier. All hier werden Fugen als Muster der nahezu vollkommenen Bearbeitung von Fugenthemen zitiert und vorgestellt. Das musikalische Opfer und die Kunst der Fuge spielen bei Friedrich Wilhelm Marburg und Herrn Kirnberger, auch Bach-Schüler, eine besondere Rolle, ebenso in den Beobachtungen von Johann Friedrich Agricola und seinen Schülern. Im Abschnitt über alte Tonarten bringt Kirnberger in seiner Kunst des reinen Satzes ein Beispiel aus den von ihm mit auf den Weg gebrachten Editionen in 2 Teilen von Bachs Chorälen als Beispiel für eine alte Tonart. Sehen Sie hier, komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist. Und es folgen weitere Beispiele mit Ausschnitten aus dem musikalischen Opfer, der Kunst der Fuge und natürlich dem wohltemperierten Klavier. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist erstaunlicherweise Berlin das Zentrum der Bachpflege, nicht nur in den Salons der Familien Levi, Itzig und Salomon, sondern auch durch die Bach-Schüler Karl Philipp Emanuel, Kirnberger, Marburg, Agricola, Michelmann und die Schüler von ihnen wiederum, die dieses Erbe bewahrt haben. Und so ist es kein großes Wunder, dass wir in Berlin auch zwischen 1752 bis 1790 verschiedene Unternehmungen finden, die sich mit Bachs Werken beschäftigen, die in Druck zu geben, um sie einem möglichst großen Publikum vorzustellen.
Sie sehen die Choralgesänge als ersten Druck, die Kunst der Fuge, an dem Karl Philipp Emanuel Bach beteiligt war. Es ist eine Gavotte aus der englischen Suite im Druck erschienen, die Fuge F-Moll aus dem zweiten Band des wohltemperierten Klaviers, und Kirnbergers Schüler Rellstab wollte das wohltemperierte Klavier in beiden Bänden 1790 veröffentlichen. Und interessant ist nämlich seine Argumentation, seine Motivation, warum er das macht. Er möchte ein breites Publikum ansprechen, also nicht nur die Berufsmusiker im engeren Sinne, sondern auch die Liebhaber und diejenigen, die sich mit Klavierspiel für Klavierspiel interessieren. Vor allem möchte er ihnen eine gute und möglichst korrekte Ausgabe bieten, die für ihre Studien oder einfach nur zur Rekreation des Gemütes, um Bachs Formulierung aufzugreifen, dient, die vor allem auch günstiger ist als die fehlerhaften Abschriften, die en masse kursieren. Leider kam diese Edition nicht zustande. Erst 1802 hat Hans-Georg Nägeli in Zürich das wohltemperierte Klavier ediert. Bei den Fugen und Präludien des wohltemperierten Klaviers ist es weitgehend gleichgültig, wie auch bei den freien Partiten, den Toccaten, Capriccen, ob das nun auf dem Klavichord, einem Kielklavier oder einem Hammerklavier gespielt wird. Anders sieht es aus bei den Orgelwerken. Da ist man beim Umfang doch auf die Möglichkeiten der Orgel angewiesen. Bach rechnet meist mit einem Umfang im Pedal, zum Beispiel bis Ton D1. Silbermann hat meist bis C1 gebaut. Und es gibt einige Werke, wo er bis E und 2, sogar bis F1 geht. Es ist dann problematisch, wenn man sich in Süddeutschland südlich der Mainlinie mit diesen Werken beschäftigt und die gerne auf die Orgel bringt, denn die Pedale dort sind nur 13 Noten vom großen C bis zum eingestrichenen D. Da hat man dann in obligaten Pedalpassagen doch gewisse Probleme. Dennoch finden wir im April 1826 in einer Anweisung der Evangelischen Landeskirche in Baden an ihre Kirchenmusiker und Pfarrer die Ermahnung, dass sich die Organisten alles unwürdigen Spiels von Stücken aus Opern und dergleichen, überhaupt aller weltlicher Musik beim Gottesdienst, sorgfältig zu enthalten haben und vielmehr die Kompositionen von Ring, Knecht, Sebastian Bach und anderen anerkannt tüchtigen Meistern in der Kirchenmusik fleißig studieren und dieselben gebrauchen sollen. Man fragt sich allerdings, auf welchen Orgeln. In Nürnberg haben wir ein wunderbares Beispiel, wie man damit umgeht. Der Spezereihändler Leonhard Scholz hat für seine Orgel, die ähnlich disponiert war, die Bachwerke einfach bearbeitet und da eine kompatible Fassung geschaffen, die aus seinem Nachlass über die Erben irgendwann ins Antiquariat kam, 1968. Vom Göttinger Bach-Institut erworben werden konnte und nach dessen Auflösung auch hier ins Bacharchiv gekommen ist. Dass die Werke verbreitet waren, in vielen Abschriften auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kursierten, können Sie unschwer in Bach digital nachschauen. Allerdings sagen die Daten uns nichts darüber, ob diese Musik tatsächlich liturgisch gebraucht war, im Gottesdienst erklungen ist oder ob sie auf dem Studierpult des jeweiligen Musikers gelegen hat und dann in der Kirche doch was anderes aufs Notenpult gewandert ist. In den Musikalienkatalogen von der Firma Breitkopf und Hertel in Leipzig und Johann Christoph Westphal, dem Verleger in Hamburg, finden wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zahlreiche Werke Johann Sebastian Bachs in Abschrift, aber auch als Druck. Ich habe hier einen Ausschnitt aus Hertels Angebot aus den Bach-Dokumenten Ihnen mitgebracht. Und da sehen Sie auch, dass zum Beispiel eine Abschrift gehandelt wird von der Kantate, die heute Abend erklingt, Kantate 153, Schau, lieber Gott, die also offensichtlich in Leipzig angeboten worden ist. In welchem Maße dann solche Kantaten noch in Toto aufgeführt wurden oder als Studienmaterial oder, heute würde man wahrscheinlich sagen, Best-of dienten, das ist natürlich schwer zu ermitteln, wenn nicht vergebliche Liebesmüh. In Bach Digital habe ich mal nachgeschaut, dass zwischen 1750 und 1800 zwischen 80 und 100 Titel aus dem Breitkopfkatalog in Abschriften nachgewiesen sind. Und das ist doch für einen total vergessenen Komponisten eine ganz ordentliche Anzahl. Wie sah es denn generell mit den Vokalwerken in der Bach-Rezeption unseres Zeitraums aus?
Die Passionen und Oratorien tauchen in diesen Katalogen auf, waren aber wahrscheinlich nicht mehr in Gänze aufgeführt worden, genauso wenig wie die Kantaten, weil einfach die Texte sich ein Stück weit überlebt hatten. In der Empfindsamkeit wurden andere Töne angeschlagen und auch wir finden heute den ein oder anderen Text, vorsichtig formuliert, vielleicht etwas sperrig. Durchgehende Aufführungstraditionen finden wir aber bei den Motetten. Seit 1723 pflegten die Thomaner Bachs Motetten, die zu unterschiedlichen Anlässen erklangen. Sie führten 1789 zum Beispiel die Motette Singe dem Herrn vor Wolfgang Amadee Mozart in der Thomasschule auf, der fasziniert das doppelchörige Werk studiert und gewissermaßen inhaliert hat. 1802 publizierte dann Johann Gottlieb Schicht die Motetten in zwei Bänden. Sie sehen hier den ersten Band, in dem auch die Motette Singet dem Herrn ein neues Lied, besagte doppelchörige Motette, die Mozart gehört hat, als erstes abgedruckt ist. Und vielleicht können Sie es erkennen, dass Ruhe. So, vielleicht können Sie es erkennen, dass Schicht nur oben bei Breitkopf nur oben die Notenschlüssel angegeben hat. Danach fehlen die Notenschlüssel. Das bemängelt natürlich Friedrich Rochlitz, der sagt, solch komplizierte Musik kann man nur vor dem Chor stehend leiten. Und da ist es misslich, wenn man nicht weiß, in welchem Schlüssel jetzt dieses System steht. Drum würde er Breitkopf dringend empfehlen, überall die Schlüsselung voranzusetzen. Er lobt aber Schicht dafür, dass die Texte, obwohl sie ihm frivol und schwierig erscheinen, dass er sie nicht modernisiert oder verändert hat, sondern die Originaltexte beibehalten hat. Was natürlich bei Bibelsprüchen und Kirchenliedern wie Jesu meine Freude einfacher ist als bei den freien Dichtungen der Kantaten. Wir haben hier noch ein Beispiel für ein sogenanntes historisches Konzert. Karl Philipp Emanuel Bach hat 1786 in Hamburg ein Benefizkonzert gegeben und an zweiter Stelle steht das Credo oder nizänisches Glaubensbekenntnis aus der H-Moll-Messe seines Vaters. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Messe zwar nochmal in Teilen aufgeführt wird und vielleicht nicht gerade der einfachste Teil, aber zugleich ein musikalisches Denkmal ist, wo man beinahe schon das Gefühl hat, es geht darum, das Denkmal zu verehren und nicht so sehr die Musik aufzuführen. Hans-Georg Nägeli kündigte eine Edition der Messe als das größte musikalische Kunstwerk aller Zeiten und Völker an. Er war sich also der Komplexität bewusst. Aber es dauerte noch einige Zeit, bis diese Sachen im Druck erscheinen sollten. Wenn Felix Mendelssohn Bartholdy 1829 in Berlin die Matthäus-Passion zur Wiederaufführung bringt, dann hat er die Vorarbeit von Karl Friedrich Zelter, der Teile der Matthäus-Passion geprobt hat, der Teile aus Kantaten geprobt hat. Und er hat mit Eduard de Vriend einen Bassisten, einen erfahrenen Sänger, mit dem er gemeinsam diese große Aufgabe angehen konnte. Er baut also nicht auf dem Nichts auf, sondern kann auf eine jahrzehntelange Arbeit zurückgreifen. Die Matthäus-Passion, wie auch andere Vokalstücke Bachs, bezeichnete Zelter als borstige Stücke, was sich auf den Text bezog. Wir sehen hier ein Stück von einer Edition von dem Gewandhauskonzertmeister Ferdinand David. Es ist die Suite in D-Dur von Johann Sebastian Bach, die Felix Mendelssohn Bartholdy in einem historischen Konzert 1838 im Februar programmiert hatte. Und es gab ein Problem, weil die Trompeter, es ist mit drei Trompeten besetzt, der zweite Satz ist die berühmte R für Streicher. Die Trompeter sagten, lieber Herr Mendelssohn Bartholdy, das können wir nicht spielen, die Trompetenstimmen sind so schwer und unspielbar unmöglich. Was macht Mendelssohn Bartholdy? Er geht den naheliegenden Weg und sagt, gut, dann besetze ich das eben mit Klarinetten. Die Klarinette war um 1700 entstanden und nach dem Klarinregister der obersten Lage in den Trompetenstimmen benannt worden und ein probates Ersatzmittel für die hohe Lage, die eben nicht mehr gespielt werden konnte. Das ist ein anderer Aspekt für die Wiederaufführung von Bachs Werken, weil sich das Instrumentarium inzwischen so gewandelt hatte, dass man nicht für jede Stimme das passende Instrument hatte und sich mit irgendwas behelfen musste, zumal es auch Instrumente gab, von denen auch ein Mendelssohn Bartholdy trotz seiner umfassenden Kenntnis keine Klangvorstellung hatte.
Diese Bearbeitung hat später 1866 Ferdinand David mit dem Hinweis auf Mendelssohn-Bartholdys Einrichtung der Trompetenstimmen veröffentlicht. Und Sie sehen, dass anhand von solchen Details auch klar wird, ganz einfach hat es Bach auch der Nachwelt mit seinen Werken nicht gemacht. Die vielfältigen Bemühungen um Bachs Biografie, um seine Werke und deren Aufführung mündeten 1850 zum 100. Todestag in die Gründung der Bach-Gesellschaft, die erstmals alle erhaltenen Werke, darunter auch einige Fehlzuschreibungen, edierte und somit für die Musikwelt und die Bach-Forschung wichtige Grundlagen geschaffen hat. Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, Sie sehen auch, vergessen war Bach tatsächlich nie. Ich danke Ihnen.